Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit One Piece. Vielleicht kommen wir heute ja mal durch die Wüste durch. Das wäre ja mal auch mal was Cooles. Farb, danke für 11 Monate Treue. Super geil von dir. So, habe ich noch irgendwas hier offen? Das ist in einer Wüstenhöhle in der großen Sandy-Wüste und das ist bei Abana. Ich vermute mal, zur Wüstenhöhle kommen wir jetzt eh da oben noch hin. Weil hier ist die große Sandy-Wüste. Ansonsten. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir ein Gebiet davor noch gestartet. Und zwar in der Wüste nahe Nanohana. Eventuell. Und dann sind da durch den Sandsturm gegangen. Und waren dann irgendwann hier in der großen Sandy-Wüste. Jo. Der Wüstensimulator, ja. Und da wollen wir doch mal schauen, ob wir da hinten jetzt endlich mal weiterkommen. So, die nördliche Höhle. Seid ihr Gegner? Oder eher NPCs? Oh, das sind Gegner! Viel haben die ja nicht durchgehalten. Was? Was für eine Robbe macht denn bitte solche Geräusche? Oh, da ist eine Truhe. Bobo! Vogelei. Wir müssen leider noch einmal kurz zurück. Die hatten gar keine Chance. Die haben nicht gemerkt, was die umgehauen hat. Einfach Zoro, Sanzen, Sekai und fertig. In der Truhe da hinten wird eh nichts Gutes drin sein. Irgendwie ist in den Truhen eigentlich fast nie was richtig Cooles drin. Aber man kann es ja nicht einfach stehen lassen. Wo war das denn? Ach, da. Jo, Aromakraut. Wenn ich Jungen. Ach, da war das Glitzerne. Da kann ich nicht hoch. Der Agavenkaktus. Ob man eben aus dem auch Agavendicksaft herstellen kann? So. Möchtest du eigentlich irgendwas, weil du nur rote Striche hast? Nach Rainbase, dann müsst du durch die Höhle da vorne. Okay. So, schauen wir noch auf der Seite. Da sehe ich nämlich noch eine Truhe. Und Räuber, Piraten, was seid ihr? So. Was seid ihr denn alles? Technikgegner. Gegen Technik hilft Pistole. Heißt. Hier schmeißen Lysop eben mit rein. Und den Rest können die wieder automatisch machen. Ich glaube, zwei von denen hat er gerade einfach weggecrittet. Sanji blutet. Das ist nicht so gut. Sanji, pass mal auf. Easy. Die können nix. Ich nehme auch eben noch schnell mit. Und wenn ich bedenke, in der Serie sind sie nicht eben mal durch eine Höhle gegangen und sind dann plötzlich in Rainbase angekommen. Da sind sie auch einfach durch die Wüste gelatscht, ganz gechillt. Und waren dann einfach dann irgendwann in Rainbase, nachdem sich Ruffy und Vivi geprügelt haben. Ich bin mal gespannt, auf, was da mit Vivi ist. Ob die jetzt auch hier wirklich dann vorkommt oder nicht. Und wie die eingebaut wird. Eine Zuckerspur. Aber bitte nicht mit der Nase ziehen.
Die normalen Kämpfe sind eh alle super easy. Man sich dann nicht gerade kurz die Challenge setzt, das richtig zu machen mit den Erfahrungspunkten. So, hier ist die Wüstenhöhle. Okay. Wann? Rein da. Zum Glück müssen wir Lim die Kleidung von Vivi anziehen. Einfach schnell überziehen. Oh Gott, die Acro-Pandas. Okay. Die Kung-Fu-Robben mit Narben und einer Augenklappe. Und richtig böse guckend. Dann schauen wir mal. Ah, cool, ein Teleporter ist auch hier. So. Bananenkrokodile. Okay. Oh, das da oben, das Grüne sieht schick aus. Hier? Ah, über mir. Wahrscheinlich. Oder kann ich auch runter? Runter würde auch gehen. Aber ich komme noch nicht hin. Nicht von hier aus zumindest. Ah. Hi. Der geniale Sogeking. Wollt ihr was von mir? Du bist doch der geniale Sogeking. Ja, ich bin der geniale Sogeking und der König der Scharfschützen. Nein, der König der Scharfschützen ist der Scharfschützenkönig. Ja. Außerdem ist Lysop viel besser. Ich habe von keinem von denen schon mal was gehört, aber wenn ihr euch mit mir messen möchtet, werde ich nicht Nein sagen. Dann mal los. Ich bin Captain Lysop. Es gibt keinen besseren Schützen als mich. Lysop, du bist gerade irgendwie cool. Wer bist du denn? Du würdest mir gegenübertreten? Na gut, ich zeig dir, was ein richtiger Scharfschütze ist. Und es ist kein Problem herauszufinden, wer echt ist. Schätzt die Fähigkeiten unseres Scharfschützen nicht. Lysop ist einfach nur so weit weg, damit er außer Reichweite ist. Ich hab schon wieder vergessen. So. Was seid ihr denn? Technik? Moment, Lysop. Technik, Tempo, Technik. Okay. Technik, Tempo und Technik. Also die Pistoleros drin zu haben, ist auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, es ist auch ganz passend, jeweils einen zu haben. So. Oh mein Gott. Da ist wieder jemand schwach gegen mein Gummiband. Okay. Ich habe wieder Stuff gemacht. Das ist Gummiband, ja. Oh, Sanji schon wieder am Bluten. Dieses dumme Gummiband ist echt einfach so OP. Das ist leider einfach viel zu witzig. So, und du bist jetzt noch ein Tempo-Gegner und da ist Zoro natürlich perfekt. Wobei, nee, gar nicht. Sanji ist perfekt. Ich habe dir gerade die Sachen da verwechselt. Aber gut, den Rest können wir einfach mit draufhalten schaffen. Der konnte ja gar nichts. Die Welt ist groß. Aber dass es da draußen wirklich einen besseren Scharfschützen als mich geben soll. Wir haben den Sensor noch nie verlassen. Deswegen wissen wir eigentlich nichts über diese Welt. Ich habe verloren. Wie es aussieht, habe selbst ich Schwächen. Es liegt an der Nase. Ja, an der Nase. An der Nase. Oh, die Nase. Nase! Wie kommst du drauf? Es liegt an der Nase. Ihr wisst Bescheid.
Wenn ihr ein guter Scharfschütze werden wollt, braucht ihr eine lange Nase. Denn die Nase fungiert noch so ein bisschen als Visier zum besser Zielen. Weil du dann quasi an deiner Nase ausrichten kannst, wo du dann hinzielst. Deswegen Nase. So, was sind dies hier? Ach, eine ganze Menge Gegner sogar. Wir haben Tempo-Gegner und Technik-Gegner. Ich lasse Nami erstmal wieder Thunderbolt-Tempo machen. Und dann gucken wir, was am Ende noch steht. Alles sogar. Okay. Kann ich irgendwie alle? Da, mit dem Feuerstern treffe ich alle. Dann einmal weg. Cool! Du hast, glaube ich, nichts, was leider alle trifft. Never mind! Er tritt einfach den einen Gegner gegen den anderen, dann treffe ich alle. Ich habe einfach ein paar Skorpione bekommen. Da komme ich wieder hoch. Jo, nee, ist ja noch nicht. Was mit euch so? Achso, das sind die von eben, nur von der anderen Seite. Jetzt sind die echt so. Wie war das? Wie, ich treffe nicht alle. Willst du mich verarschen? Also einmal speichern, dass wir den genialen Sogeking besiegt haben. So, und dann ab durch die Höhle und jetzt aber richtig. Oi, Mendo, da grastani ochinjanezo. Was ist mit euch so? Bananenkrokodile. Bananenkrokodile sind gemein. Komm ich dahinter? Nee, von der anderen Seite wären dann dran. Du bist ein Gegner, ne? Ja. Überwiegend Technikgegner. Ja. So, den Rest können die automatisch wieder machen. Eigentlich müsste ich Nami wieder ganz an den Anfang packen. Dann macht sie eh einfach nur die Thunderbolt Tempo. Und dann ist eh vorbei. Mit Ruffy schwimmen zu gehen ist meistens keine gute Idee. Das stimmt. Wobei, ich glaube, er war sogar auch ab und zu mal schwimmen, aber dann halt mit einem Schwimmreif. Dass es dann nicht ganz so schlimm war. Danke, Sanji. Ich wusste gar nicht, dass es hier Sand gibt. Hm. So ein bisschen Sand. Was hießen die? Wasserdieb? Stimmt, die heißen wirklich Wasserdieb. Und einer ist abgehauen. Lass wenigstens das Geld hier. Mal diese feige Nudeln hier. Genau, solange er einen Schwimmreifen hat, ist alles okay. Da hinten ist optional. Dann gehen wir erst hier. Yo! Okay. Der hatte plötzlich keinen Bock mehr. Ist ja eigentlich das Meerwasser an sich, das Teufelfruchtnutzer lähmt, ja. Ich weiß gar nicht. Wie ist es denn mit Süßwasser? Wenn die davon eigentlich auch so hart gelähmt? Oder ist einfach nur dann bei Salzwasser stärker? Oh, ich habe ein Ziel abgeschlossen. Ah ja, stimmt, das könnten wir auch mal wieder gucken. Was habe ich denn hier noch so? Ziele. Da kriege ich noch einen Energieapfel.
Aha. Schockbällchen. Ja. Oh, ein Ring für 114 Angriff plus. Rostkastanienbällchen. Was passiert, wenn man ihn mit Wasser abwirft? Ich glaube, er muss schon unter Wasser selbst sein, damit es richtig wirkt. Wenn er nur so ein bisschen nass wird, oder zum Beispiel im Regen, dann ist das okay. Belohnung? Geheimnis. Ah, das Protokoll aus Alabaster Teil 3. Und Geld. Und noch mehr Geld. Und zwei Ringe. Und Stuff. Und ich muss ganz viele Kämpfe noch hier drin machen. Okay. Ah ja, Moment, aber ich habe jetzt ja ein paar Ringe noch bekommen. Wer hätte denn noch Platz für so einen Angriffsring? Du auf jeden Fall. Nee, wobei, Moment. So, so. So. Dann hast du auch auf jeden Fall noch Platz für einen Ring. Und da Nami immer gerne so hart reinhaut, kann sie auch noch einen Angriffsring nehmen. Du hast keinen Platz, du hast keinen Platz, keinen Platz, keinen Platz. Dann kriegt Zora noch so einen Angriffsring. So. Lysop. Okay. So, und Nami meinte, hier ist irgendwo Efeu. Hier irgendwo hochziehen? Ach, da! Okay. Hätte ich jetzt nicht gesehen, hätte sie das nicht gesagt. Manchmal können diese random Sachen, die sie sagen, auch ganz gut sein. So. Und noch ein Nashornkäfer. Und noch eine Truhe. Cool. Frostelement schmuckt. Ich weiß ja nicht, ob ich unbedingt Frostelement brauche. In der Wüste. Also Frostschutz. Ja, also wie Volker schon schreibt, die sind wirklich einfach dann komplett gelähmt, sobald die mit zu viel Wasser in Berührung kommen. Ich würde auch schon fast behaupten, es ist wahrscheinlich einfach so, dass es einfach so ein bisschen prozentuell was ausmacht. Je nachdem, wie viel Wasser die in Berührung kommen, nimmt das so nach und nach die Kräfte weg. Wobei, in One Piece Film Gold war das, glaube ich, irgend so eine Szene, was irgendwie super seltsam war, wo Ruffy einfach unter Wasser noch seine Fähigkeiten eingesetzt hat. Total absurd. Kam ich da jetzt eigentlich rüber oder wie komme ich? Ah, wait. Ja, das ist wahrscheinlich nur der Rückweg, ne? Oder später der Ausgang. Vielleicht später. Quiek, quiek. Ich glaube, da will jemand Essen haben. Aber es ist noch zu früh. Ach, das ist aber eine untere Ebene hier. Yo, da war ein großer Skorpion. Das sind normalen Skorpione, gegen die wir sonst auch gekämpft haben. Das sind einfach ganz normal die schwarzen Brüder. Oh. Okay, dann weiter auf Autokampf. Mario Park war Ruffy auch noch unter Wasser. Sein Kopf konnte man schon rausziehen, aber er selbst konnte ja nichts tun. Die haben ihn ja nur seinen Kopf rausgehalten. Okay.
Ich warte auf das Our Weapons are Love, Justice und Sexuality, sobald Brook im Team ist. Die Sache ist, wer aus dem Team würde für Love, wer würde für Justice und wer würde für Sexuality stehen? Was wären da so eure Vorschläge? Also Zorro sagt, wir sollen nach rechts gehen. Dann gehen wir doch auch gleich einfach mal nach rechts und gucken mal. Die kriegen echt auf die Fresse. Ich nicht. Sanji loves Sexuality Brook, aber Justice sehe ich. Einmal weggeschmissen. Könnte dann am ehesten für Justice stehen. So ein bisschen Ruffy? Vielleicht? So, wo würde es denn rechts lang gehen? Ich glaube sogar halbwegs in die richtige Richtung? Oh. Besiege die verstärkte Silberfledermaus innerhalb von einer Runde. Wer ist denn die verstärkte? Die da. Das ist ein Tempogegner. Also brauche ich einmal Ruffy. Jinbei, ja? Jinbei könnte man echt als Justice zählen. Ist der auch als nächstes dran? Ja. Könnte man Gatling auf alle machen? Oh, nice. Die halten ja gar nicht so viel aus. Irgendwie habe ich da Schlimmeres erwartet. Aber gut. Und wieder ordentlich Erfahrungspunkte Bonus. So. Sackgasse mit Stuf? Yes. So, und hier geht's irgendwo noch weiter. Ah. Wobei, das war diesmal sogar relativ einfach zu sehen, weil es auf der Karte drauf war, dass da noch ein Weg ist. Immerhin. Oh Gott. Nami, kiotsukete. Daijoubu. Nantoka naru wa, Robin. Amaku miteru to koukai suru wa yo. Können ja mal einmal Ruffy nochmal reinholen. Der hat es ja eben schon ganz gut gemacht. Und nochmal ein Gatling auf die Gruppe. Das hat ja eben schon mal so gut funktioniert. Cool! Und den Rest könnt ihr wieder von alleine machen. Also das Spiel haut auch gerade echt gut raus mit seinen Bonus-Erfahrungskämpfen. Wobei ich sagen muss, wir leveln mittlerweile gar nicht mehr so unendlich schnell. Das geht eigentlich voll klar. So. Was bist du erstmal für ein Gegner? Lysop. Kannst du den Panda machen? Gut, du bist ein Kraftgegner. Okay. Heißt, Techniker sind ganz gut. Und Pistolis eben nicht. Aber du kannst die Fledermaus abschießen. Gut, irgendjemand ist schwach. Ach da, die haben eine Feuerschwäche. I see. Sieht so brutal aus und am Ende machen die gar nicht so viel Schaden. Nur so richtig getaunt und so. Komm her. Hm.
Das geht vom Schaden. Es geht voll vom Schaden. Auch von dem, was die mir machen. Dann können wir den Rest auch wieder so laufen lassen. Und anscheinend war das wohl auch ein männlicher Panda. Wir haben ihm nämlich auch wieder mal die Eier geknackst. Selbst bei diesen Pandas funktioniert das. So. Ach, da geht's sogar runter. Oh no. Ist er das? Nee, du bist jemand anderes.